Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke. Amen, Amen, ich sage euch, wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen. Und er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun. Bei dieser heutigen Stelle ist mir gleich ein Gedanke eingeschossen, der mich eigentlich schon öfter beschäftigt hat. Und zwar bei den Worten: Zeig uns den Vater. Da musste ich sofort an Darstellungen Gottes denken, an Bilder, die man doch immer wieder sieht. Und heißt es nicht eigentlich, dass man sich kein Bild von Gott machen darf? Und dann habe ich mich wieder gefragt, warum gibt es dann doch immer wieder Abbildungen von Gott? Auch bei Kindern erlebt man es ja auch immer wieder, dass sich Kinder den lieben Gott vorstellen, dass einen alten Mann mit Bart. Und ich habe auch mal unseren Pfarrer gefragt, den Pfarrer Werner, und er hat mir das dann erklärt und hat halt gemeint, das wird geduldet. Ja, und es ist ja auch schwer, sich Gott vorzustellen. Auch den Jüngern fällt es schwer, sie wollen Gott sehen. Es ist ja schwierig, an etwas zu glauben, was man nicht sehen kann, was man sich nicht vorstellen kann, was man einfach nicht begreifen kann. Aber Jesus hilft uns da wieder mal mit einer, ja, eigentlich einfachen Erklärung. Und zwar eigentlich bei der Stelle, wo er sagt: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Von Jesus gibt es ja ganz viele Darstellungen, viele Bilder. Und wir wissen natürlich nicht, ob er tatsächlich so ausgesehen hat oder wie er ausgesehen hat. Aber es ist sicher so, dass ein Bild von einem Menschen einem hilft natürlich, sich dann auch besser in das Leben desjenigen hineinversetzen zu können, ihn besser verstehen zu können. Wir können Jesus aber nicht nur auf Bildern ansehen, denke ich. Ich denke, wir können Jesus und auch Gott in jedem Menschen begegnen. So wie Jesus auch sagt in der Geschichte: Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Genauso würde Jesus vielleicht heute sagen: Glaubst du nicht, dass ich in dir bin und dass auch der Vater in dir ist? Ich habe schon immer wieder den Eindruck, bei Menschen, vor allem bei Menschen, die ganz aufgehen in dem, was sie tun, die sich voll und ganz für eine Sache begeistern, die erfüllt sind von ihrer Berufung, dass ich in denen Jesus und Gott sehen kann. Sehen und auch spüren natürlich. Und ich denke, es lohnt sich sicher auch, in jedem Menschen nach Jesus zu suchen. In seinen Worten, in den Taten, in den Werken. Und so wie Jesus sagt: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen.
Da denke ich mir, ja, Gott hat uns ja eigentlich als sein Abbild erschaffen. Und genauso sollten wir auch handeln wie Jesus. In uns ist auch Jesus. Und wenn wir so handeln wie er, dann leben wir eigentlich in seinem Geist und handeln in seinem Geist.